Hallo, ja, ich wollte gerne eine Fanfiction schreiben und wollte das jetzt mal ankündigen. Ich habe das, glaube ich, schon mal angedeutet, dass ich der Meinung bin, dass man die Brüder Karamasow auch weiter schreiben könnte. Mein Hauptproblem dabei ist, dass ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, ist, was ist historisch alles möglich? Also wie war die Zeit damals und keine Ahnung, welche Transportmittel oder so wären realistisch. Und es kann sein, dass ich dann halt nicht immer realistisch bin. Das würde ich einfach gerne vorausschicken. Worum es mir eigentlich geht, ist, wie hat sich das Leben der drei oder vier Geschwister verändert? Der eine Bruder ist ja tot. Wie hat sich das Leben dieser Geschwister verändert und wo sind ihre Wege hingegangen? Und dann würde ich noch gerne dieses Rätsel versuchen zu lösen, dass ich glaube, im Vorwort entdeckt zu haben. Im Vorwort wird meiner Meinung nach angedeutet, dass Dostojewski geplant hat, noch ein zweites Buch zu schreiben, wo Alexei Karamasow noch eine Heldentat begeht. Und ich möchte so ein bisschen ausinterpretieren, worin diese Heldentat besteht. Und wie es zu ihr gekommen ist. Und ja, um das zu machen, möchte ich so quasi 10, 20, 30, 40 Jahre vorgehen und sich da, und mir das Leben dieser Geschwister ein bisschen angucken. Und ich muss mir noch genau überlegen, wie viele Jahre ich vorwärts springe und damit ich dann auch irgendwie immer wieder gut zurückkomme und so. Aber ich habe das so quasi vor, von der Warte eines Erzählers zu erzählen, der versucht, als Reporter den ganzen Fall noch einmal zu rekonstruieren. Und der dann versucht herauszufinden, was ist eigentlich damals passiert. Und wie sieht es heute aus? Und der das quasi als so eine Art Reportage macht für neugierige Leser. Und ja, während er diesen Fall aufklärt, möchte ich so halt nebenbei quasi erzählen, was ist in der Zwischenzeit alles passiert. Ja. Und mich würde ein bisschen interessieren, ob euch das interessiert. Aber ich glaube, grundsätzlich werde ich das trotzdem schreiben und hier versuchen vorzulesen. Und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Oder wie weit und wie lange ich das mache. Was ich halt gerne vorher noch ein bisschen planen möchte, ist, wie ich so diese einzelnen Handlungsstränge miteinander klug verknüpfe, dass es so eine kluge Fortsetzung bildet. Und ja, ich muss halt natürlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, von mir aus 20 Jahre vorgehe, muss ich natürlich trotzdem schon ein bisschen wissen, was ist vorher passiert und wie erzähle ich das, damit es nachher keine Widersprüche gibt. Das ist der Punkt, den ich noch ein bisschen planen muss. Und ansonsten habe ich aber schon eine sehr, sehr, sehr klare Vorstellung davon, was eigentlich in der Zeit passiert ist und wo sie heute stehen könnten. Ja, das wollte ich euch sagen und mich würden auch durchaus schon Rückmeldungen interessieren, wie groß das Interesse ist.